Yo Leute, was geht ab? Dero ist am Start und wir sind hier bei einer weiteren Folge MotoGP 14. Genauso wie gestern auch habe ich noch eine Folge aufgenommen gehabt, nämlich zwei Stück direkt hintereinander weg. Diesmal sind wir allerdings mit der Moto 2 unterwegs. Und da machen wir genau das gleiche. Wir fahren mit Sandro Cortese in Motegi am Twinring. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Ich war mir erst nicht sicher, welche Strecke nimmst du. Nimmst du erst die? Und dann habe ich mich entschieden, spontan für Motegi. Wie gesagt, ich habe auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass ihr doch bitte in die Kommentare schreibt, wie euch das Ganze gefällt mit dieser Replay-Cam in der MotoGP. Allerdings wird das dann, wie gesagt, nur in den Einzelrennen der Fall sein, denn die Karriererennen, das ist mir dann zu viel Fummelei und dies und das, dann werde ich ja gar nicht mehr fertig, denn so ein bisschen Zeit möchte ich so auch noch nebenbei neben YouTube haben. So, und das war insgesamt ein sehr, sehr geiles Rennen, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr schöne Fights gehabt. Hat wirklich richtig, richtig Bock gehabt. Also ich habe selten so ein gutes Rennen gefahren. Kein Sturz, Grüße, richtig schöne Fights, knallhart war das und war richtig gut zu fahren. Ich komme ja mit der Strecke Motegi wirklich sehr gut zurecht. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Ich weiß nicht warum, ich finde die sehr schön zu fahren mit der Motorradklasse, also generell mit Motorrädern. Sei es MotoGP, sei es die Moto3 oder Moto2, finde ich wirklich sehr, sehr klasse. Da habe ich natürlich nochmal ein bisschen was am Setup gemacht, harten Reifen aufgezogen und das Übersteuern ein bisschen raus. Denn so wird das Ganze dann noch einfacher. Wir sind, wie gesagt, unterwegs mit Sandro Cortese mit der Nummer 11. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Mehr kann ich nicht sagen. Es war ein super klasse Rennen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ihr seht auch nochmal die Startaufstellung für das Rennen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich das heute so mit Nachkommentieren mache. Dann kann man sich besser auf das Fahren konzentrieren. Und dann gibt es natürlich am Ende ein schöneres Rennen. Ich habe auch zwei NASCAR-Folgen im Petto. Eine habt ihr bestimmt gestern schon gesehen. Aus der Cockpit-Sicht, auch mit Replay-Cam. Und wenn euch das Ganze auch gefällt, schreibt es auch dort in die Kommentare. Aber das werde ich auch nochmal gesagt haben. Heute kommt auch nochmal so eine Folge. Und ich hoffe, es macht euch richtig Bock. Hier jetzt die Replay-Cam. Sieht auf jeden Fall wieder sehr spektakulär aus, weil ich liebe diesen Replay-Modus im MotoGP 14 einfach. Wurde sehr gut gemacht. Da wurde wirklich an die Community gedacht und an die Leute, die Videos machen. Kann man nicht anders sagen, es sieht wirklich sehr spektakulär aus, auch mit diesen, mit dieser Tiefenschärfe oder wie das heißt, ich meine, es heißt ja Tiefenschärfe oder irgendwie so. Und war, wie gesagt, ein sehr gutes Rennen, ihr werdet es gleich schnell sehen, wenn also die ersten zwei oder die erste Runde und die zweite Runde beendet ist, geht es da richtig gut zur Sache. Ich bin wirklich gut mitgekommen mit dem Feld und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und deswegen nehme ich auch mal gerne ein Rennen auf, ohne dass ich wirklich, gleichzeitig laber, weil man sich wirklich sehr schön aufs Fahren konzentrieren kann. Und dann kommen halt sehr geile Rennen dabei raus, muss man halt sagen. Ist einfach so, ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Wir sind da gerade auf dem Weg auf die Top 20 zu. Da ist Schrötter, da gehen wir schon vorbei. Ein bisschen Kontakt gehabt. Gut, das bleibt nicht aus so am Start mit Controller. Dann ist das auch ein bisschen fummeliger. Und es sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus. Das Spiel sieht halt gut aus. Und mit so einem schönen Replay-Modus ist das natürlich mehr als top. Es macht wirklich Spaß. Und jeder, der noch am Zweifeln ist, ob er sich das Spiel holen soll, ich kann nur sagen, kauft es euch. Es lohnt sich. Es ist ein sehr gelungenes Spiel. Wenig Bugs, wenig Fehler. Und man hat keine großen Schwierigkeiten, da ein Spiel zu finden. Wirklich sehr schön umgesetzt. Deutlich besser als der Vorgänger, das 2013er. Und da kann man sich wirklich nur auf das 2015er MotoGP-Spiel freuen, sofern da eins kommt. Ich hoffe es. Ich weiß nämlich nicht, wie lange Milestone da die Lizenz hat. Aber ich denke mal, wenn sie keine haben, werden sie die auf jeden Fall wieder zugesprochen bekommen. Denn die haben wirklich zwei sehr schöne Spiele hingelegt. Das eine jetzt besser definitiv als das andere. Die machen da wirklich super Fortschritte, was Fahrphysik und so weiter angeht. Deswegen waren ja Jorge Lorenzo, Paul Espargaro, Colin Edwards ist aus der NASCAR, Colin Edwards aus der MotoGP. Wer war denn noch da? Boah, lass mich mal überlegen. Alle von dem Rennstall, hier wo Colin Edwards und Espargaro unterwegs waren, aus der Moto3 und die Moto2-Fahrer natürlich waren auch dabei. Waren auch da, haben das Spiel getestet und haben selber gesagt, es fährt sich sehr realistisch. Denn Jorge Lorenzo hat sich ja auch nochmal mit den Entwicklern getroffen und hat wirklich die dabei unterstützt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich top geworden. Und es ist halt ein klasse Spiel. Deswegen mache ich auch so viele Videos. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde das Spiel einfach nur grandios. Ich weiß nicht warum. Grid Autosport kommt da für mich irgendwie überhaupt nicht ran. Finde ich gar nicht so reiz. Das hat gar nicht so einen tollen Reiz wie dieses Spiel.
obwohl man ja hier noch weniger Tamtam drumherum hat. Hier geht man wirklich von Rennen zu Rennen. Aber da erwartet man das auch nicht anders. Und genau deswegen, weil es auch so schön umgesetzt wurde, die KI, die Grafik und. Genau deswegen liebe ich dieses Spiel so. Und da sind wir gerade schon sehr schön auf dem Weg nach vorne in die Top 10. Ja, da kämpfen wir uns jetzt Platz für Platz nach vorne. Und dann hatten wir wirklich auch gegen Ende hin nochmal ein richtig, richtig geiles Duell gehabt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, euch macht das Ganze auch so Spaß, ohne dass ich unbedingt immer was erzähle. Denn ich denke mal, das sieht gut aus. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet, was ihr davon haltet oder wie auch immer. Ich würde sagen, ich bin raus. Euer Dero, macht's gut, bis dann. Ciao.